Hallo, seid gegrüßt. In einem anderen Video hatte ich ja schon mal die Y-Achse gezeigt und wie ich damit 10 Meter pro Minute fahre. Okay, in der Praxis habe ich das Ganze auf 4 Meter begrenzt. Auch die X-Achse fährt nur mit 4 Meter. So, mein Problem war aber bisher die Z-Achse. Und zwar die Z-Achse, bedingt durch ihr Gewicht, ließ sich nur mit 500 mm pro Minute verfahren. Okay, liegt daran, die Mechanik ist schwergängig und es war auch noch viel alte Mechanik zusätzlich angetrieben worden durch den Motor. Deswegen habe ich jetzt eine Aktion gestartet und alles Überflüssige herausgebaut, wie zum Beispiel die Trapezgewindespindel. Ja, weiterhin habe ich trotzdem noch den Schrittmotor an der Seite. Und hier drinnen ist jetzt eine Kugelumlaufspindel verbaut mit einer 5er Steigung. Die ermöglicht mir, die Z-Achsbewegung wesentlich schneller auszuführen. So, ich zeige euch mal als erstes die ursprüngliche Geschwindigkeit. Ich stelle hier ca. 500 mm pro Minute ein. Und das war die bisher Maximalgeschwindigkeit. Und das ist schon sehr, sehr langsam. Wenn man so 300 mm verfahren will, dann dauert das schon ein bisschen, ehe die Achse wirklich diesen Weg zurückgelegt hat. Ja, was habe ich nun als Maximum? Ich zeige euch mal die schrittweise bis zum Maximum die Geschwindigkeit. Jetzt sind das ungefähr 1000 mm pro Minute. Sieht schon leicht angenehmer aus. Meter pro Minute. Zweieinhalb Meter pro Minute. Ja, und das Maximum liegt jetzt bei 3 Meter pro Minute. Mit der Geschwindigkeit kann man arbeiten, beziehungsweise kann ich leben. Das ist okay. Mal schneller muss ich hier nicht werden. Das ist meiner Ansicht nach das völlig in Ordnung. Okay, ich zeige euch jetzt im Anschluss mal im Zeitraffer, wie der ganze Umbau stattgefunden hat. Und dann wünsche ich euch hier schon mal viel Spaß und sage tschüss, bis zum nächsten Video. Ja, hätte ich doch glatt was vergessen, und zwar möchte ich mich bei allen bedanken, die mir bei dem Umbau geholfen haben. Bei Marco, Andreas, Dennis, Christoph, Konrad, Martin, Manuel. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Nochmal riesen Dankeschön an euch. Ohne euch hätte ich das echt nicht so schnell realisieren können. Okay, jetzt aber tschüss, bis zum nächsten Video.